Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und wie ihr im Titel und Thumbnail schon erkennen könnt, kommt heute mal wieder ein Solo-Queue-Guide. Ja, es ist definitiv mal wieder an der Zeit, dass ihr und auch ich, also wir, gemeinsam besser werden in League. Und dafür wird jetzt quasi diese Solo-Queue-Guide-Reihe wieder neu angefangen, beziehungsweise, ja, jetzt regelmäßiger kommen. In dieser Guide-Reihe werden wir uns vor allem mit dem allgemeinen Spielverständnis in League of Legends befassen und nicht mit irgendwelchen mechanischen Fertigkeiten zu irgendwelchen Champions. Denn gerade dieses Spiel Verständnis ist das, was ihr am meisten braucht, um in League of Legends besser zu werden. Ihr braucht nicht Combo X, Y, Z, sondern ihr müsst wissen, was ihr bei Situation B und bei Situation C zu tun habt. Da die meisten von euch mittlerweile die Tipps und Tricks aus den alten Solo-Queue-Guide-Videos wieder vergessen haben oder sich nicht mehr dran halten, werden auch viele von diesen Sachen wieder neu aufgefrischt werden und euch bekannt vorkommen, aber natürlich werden auch neue Tipps dazu kommen. Bevor wir dann jetzt mit dem Video anfangen, muss ich euch noch eine kleine Sache zu eurem Mindset droppen. Und zwar ist es wichtig, dass ihr das Richtige habt. Denn viele von diesen Tipps, die ich euch jetzt droppen werde, werden euch vielleicht bekannt vorkommen, selbstverständlich, oder ihr schon mal gehört haben und ihr sagt, ja, Tobi, das kenne ich schon, das bringt mir nichts. Das ist genauso wie, ja, hey, ihr sollt jedes Mal, wenn ihr 75 Gold in der Base habt, ein Control-Board kaufen, wenn ihr keins mehr auf der Map habt. Das ist super selbstverständlich, kennt jeder und trotzdem halten sich wahrscheinlich 80 oder 90% von euch nicht daran. Aber genug geredet, ich würde sagen, fangen wir nun endlich an. Ein riesiges Problem in tieferen Elos, aber das zieht sich definitiv auch nach Diamant und weiter hoch, sind Ganks. Und deswegen wird sich dieses Video auch vor allem um diese drehen. Tipp Nummer 1 also, nicht mit Level 3 gegankt werden, beziehungsweise zu diesen Ganks sterben. Jetzt werden natürlich auch einige von euch sagen, ja Tobi, das ist ja wohl sowas von klar. Aber wenn das so klar ist, dann frage ich mich, warum selbst im Diamantbereich 80% der Spieler zu Level 3 Ganks sterben. Ja, ich hab's ausgerechnet. Das kann halt einfach wirklich nicht in meinem Kopf gehen, weil es ist einfach so extrem offensichtlich. Für den einen oder anderen von euch aber vielleicht nicht und deswegen erkläre ich euch das gerne. Im Prinzip ist es nämlich sehr, sehr einfach zu sagen, wo ein Jungler ganken wird. Aktuell ganken vermutlich, ja, auch hier ausgerechnet 90% aller Jungler mit Level 3. Das heißt, ihr müsst nur wissen, wo ein Jungler anfängt. Fängt ein Jungler auf der unteren Seite an, wird er die mittlere oder obere Lane ganken. Fängt er auf der oberen Seite an, wird er die mittlere oder untere Lane ganken. Jetzt werden sich aber einige von euch fragen, aber hey Tobi, woher weiß ich denn, wo der gegnerische Jungler anfängt? Allgemein kann man sagen, dass wahrscheinlich fast alle Jungler auf der unteren Seite anfangen, damit sie dann mit Level 3 auf der Top-Lane ganken können, weil ja, wie schon erwähnt, da immer ein Kill bei rumkommt. Es ist einfach free, du musst da nur hingehen und das abholen. Und das ist ja das Dumme an der ganzen Sache. Aber wir wollen uns hier nicht auf irgendwelche Spekulationen festnageln, es ist im Prinzip ganz einfach. Der Jungler bekommt zu Spielbeginn immer Hilfe von seiner Botlane oder von seiner Top-Lane, je nachdem, wo er eben anfängt. Und wenn wir zu Spielbeginn sehen, dass der AD Carry und Supporter etwas später auf die Lane kommen, dann kann man sehr, sehr wahrscheinlich sagen, dass der Jungler beim Blue Buff angefangen hat und auf der Topside Jungle quasi rauskommen wird und von dort aus dann die Mitte oder die Toplane ganken wird. Sollte die Botlane direkt unten erscheinen und der Toplaner kommt etwas zu spät, dann ist es wahrscheinlich, dass der Jungler beim Red Buff angefangen hat und hier gibt es im Prinzip zwei Szenarien, warum man beim Red Buff anfangen sollte. Zum einen, um die Botlane zu ganken, weil da vielleicht krasses Potenzial ist, sondern Pre-Made ist, oder um Counter zu jungeln, weil du direkt den Red Buff am Start hast, der natürlich mehr Damage im Jungle macht und auch an Gegnern. Hier gibt es auch noch den Fake Leash, allerdings werden wir den eher in einem anderen Video besprechen, weil der ist eher was für höhere Elo. Weiter geht es mit Tipp Nummer 2 und der baut Tipp Nummer 1 aus. Wir wissen, wo der gegnerische Jungler anfängt, wir wissen, wo der gegnerische Jungler gankt. Jetzt müssen wir diesen nur noch sehen und hier wird uns kostenlos etwas hinterhergeschmissen und zwar das gute Ward. Problem ist, dass die meisten das Ward erst gar nicht benutzen und dann sterben oder erst dann benutzen, wenn sie gleichzeitig sterben bzw. gegankt werden und das ist RIP. Wann solltet ihr dann also warden? Der gegnerische Jungler braucht ungefähr 2 Minuten 30 für seinen Jungle Clear. Der eine Jungler ein bisschen länger, der andere ein bisschen weniger, deswegen lieber ein bisschen früher warden als zu spät, also so rund bei 2 Minuten 10. Als Midlaner dann immer bei der gegenüberliegenden Seite, hat er also auf der Botlane angefangen, wardet ihr die Topside. Warden alleine bringt allerdings nichts, denn ich habe schon oft genug gesehen, die Leute platzieren den Ward, sagen dann, okay, hey, ich gehe jetzt ein bisschen traden, ich habe ja Vision, dann sind sie so deep, werden CC'd und der Jungler kommt und sie sterben trotzdem. Ihr solltet also gucken, dass in der Zeit, wenn ihr wisst, ihr werdet jetzt eh gleich gegankt werden, versuchen, defensiv zu spielen, so lange, bis ihr seht, dass der Jungler woanders hingeht, in die Midlane oder Botlane oder in den Jungle. Als Toplaner zum Beispiel. Versucht bitte als gerade Toplaner, das gilt aber auch für die anderen Lanes, einfach mal nachzudenken und zu sagen, okay, der Jungler kommt gleich, ich werde nicht traden. Bitte. Meißelt das in euren Kopf. Danke.
Und um diese Selbstverständlichkeit mal etwas zu untermalen, ich bin aktuell sehr, sehr oft die Person, die meinem Toplaner sagt, hey, wir haben jetzt 2 Minuten 10, 2 Minuten 15, bitte platziere jetzt sein Ward, weil er es selber nicht macht und selber nicht dran denkt. Und ich schaue sogar für ihn auf sein eigenes Ward. Ja, dadurch trainiere ich meine eigene Map-Awareness und sorge dafür, dass er nicht stirbt, weil die das sehr, sehr oft selber nicht machen. Tipp Nummer 3, nicht gecounter-jungelt werden. Counter-Jungling ist so offensichtlich in vielen, vielen Fällen und die Leute wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wovon ist Counter-Jungling abhängig? Vom eigenen Champ und auch vom gegnerischen Champ. Das heißt, wenn ihr natürlich sowas spielt wie Feedersticks oder Nautilus oder irgendwas, was richtig schlechten Early cleart und vielleicht auch sehr, sehr low droppt, ich glaube Rengar zum Beispiel, dann zieht das die gegnerischen Jungler natürlich förmlich an. Das muss nicht mal wirklich ein Counter-Jungle-Champion sein. Und hier ist der Übergang direkt, ja, Counter-Jungle-Champions. Das heißt, wenn die Gegner einen Chaco haben, einen Nidalee, einen Lee Sin, das sind einfach so Kha'Zix-Champions, das siehst du einfach, die haben Counter-Jungling auf ihrem Kopf geschrieben. Wie funktioniert das Counter-Jungling für euren Gegner? Der Gegner weiß, okay, mit Level 3 werdet ihr an eurem Blue Buff sein, ich werde dann auch da sein und dich dann bei diesem töten. Und genau deswegen werdet ihr mit Level 3 nicht bei diesem Blue Buff sein, sondern mit Level 1 bei diesem Blue Buff anfangen. Und was wird passieren? Der gegnerische Kha'Zix wird mit Level 3 bei eurem Blue Buff stehen und sehen, hier ist tote Hose, hier ist gar nichts los. Und hat Zeit verschwendet und läuft Nonsens durch die Gegend. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst immer mit dem Buff anfangen, wo der Gegner nicht mit rechnet, mit dem ihr anfangen würdet. Das heißt, wenn ihr normalerweise mit dem Blue Buff anfangt, fangt ihr mit dem Red Buff an. Wenn ihr normalerweise mit dem Red Buff anfangt, dann fangt ihr mit dem Blue Buff an. Und schon habt ihr beide Buffs und werdet nicht gecounterjungelt. Ganz einfach. Zumindest die ersten paar Minuten. Danach kann immer noch die Welt über euch zusammenbrechen. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Wer kennt es nicht? Also ich kenne es extrem gut. Und zwar, ihr killt den gegnerischen Midlaner und denkt euch, ja, hey, super geil, da ist noch eine Wave, die nehme ich mit. Der gegnerische Jungler kommt, er killt euch. Zack, nicht nur habt ihr Geld an einem gegnerischen Jungler verloren, nicht nur seid ihr tot, nein, auch euer gegnerischer Midlaner, der vielleicht sogar richtig scheiße war, hat nochmal schön Assist-Gold eingesammelt. Bei mir ist das eine Zeit lang so extrem passiert, dass ich dafür sogar eine Strichliste geführt habe. Mittlerweile habe ich das aber wirklich gelernt und es passiert nur noch ganz, ganz selten. Und deswegen hier der Tipp, verinnerlicht euch diesen Bit in euren Kopf, pusht nach einem Kill wirklich nur dann weiter, wenn ihr wisst, wo der gegnerische Jungler ist. Wenn ihr den gegnerischen Jungler nicht auf der Map seht und auch nicht wisst, wo er ist, dann pusht ihr nicht mehr weiter, sondern geht einfach shoppen. Es ist so einfach, wie es klingt. Und da haben wir auch direkt den perfekten Übergang zu unserem nächsten Tipp. Ihr seid Botlaner, ihr seid ein richtig krasser Banger. Von mir aus auch ein Draven, richtig geiler Typ. Super viel Schaden und euer Gegner hat gar keine Schnitte gegen euch. Den könnt ihr permanent abfarmen. Und ihr seid auch kurz davor, ihr seht eine Möglichkeit und wollt engagen. Ihr wisst allerdings nicht, wo der gegnerische Kha'Zix ist, wo er sich gerade rumtreibt. Werdet ihr engagen? Natürlich werdet ihr engagen, weil ihr ein geiler Banger seid. Was wird passieren? Der gegnerische Kha'Zix wird aus dem Gebüsch gesprungen kommen. Ihr werdet beide sterben und im allerschlimmsten Fall wird dieser richtig schlechte AD Carry beide Kills bekommen und durch dieses Rich Money Boy mäßige Feeling, was er jetzt hat, sich so krass Items kaufen, dass obwohl er mechanisch eine richtige Niete ist, euch trotzdem kaputt machen wird. Das ist ein richtig trauriges Gefühl. Das heißt, Tipp Nummer 5, niemals traden, wenn ihr nicht wisst, wo der gegnerische Jungler ist. Die Gefahr, dass ihr gegankt werdet, ist einfach viel zu hoch, vor allem, wenn ihr so ein krasser Banger seid, der seinen Lane-Gegner übelst hart aufs Maul gibt. Ja, dann ist natürlich die Gefahr, dass ihr sehr, sehr krass overextendet, sehr hoch und dass ihr gerade dann einen Gank bekommt. Das mag manchmal wirklich sehr, sehr nervig sein, weil ihr vielleicht 80% habt und euer Gegner nur 30%. Aber genau in diesen Fällen ist es dann sehr, sehr oft ein Bait, der Jungler ist dann da und dann gibt ihr euren krassen Vorsprung, den ihr hattet, einfach komplett ab und ihr seid danach einfach nur traurig und flamet wahrscheinlich euren eigenen Jungler und ab da ist dann wahrscheinlich eh schon over. Wenn ihr seht, der Jungler ist Top-Lane, dann könnt ihr in der Midlane traden und ihr könnt gerade auf der Botlane traden. Ihr habt so ein Zeitfenster von 20, 30 Sekunden ganz ungefähr. Wenn ihr seht, der gegnerische Jungler hat gerade irgendwo 10%, dann könnt ihr auch hier sagen, okay, er wird jetzt wahrscheinlich shoppen und danach erst auf die Lanes gehen, habt ihr wieder so 20, 30 Sekunden Zeit. Das sind alles so Zeitfenster, die könnt ihr nutzen und die müsst ihr nutzen, wenn ihr zumindest aggressiv spielen wollt. Genau hier in diesem Fall sind auch Deep Wards einfach geil, dafür werde ich auch nochmal ein extra Video machen. Wenn ihr diese tief in den gegnerischen Jungle irgendwo rein platziert, dann könnt ihr sehr früh sehen, wo der gegnerische Jungler ist und euer ganzes Team hat die Information, können wir jetzt traden oder können wir jetzt nicht traden. Hierzu muss allerdings erwähnt sein, gerade Challenger-Spieler und sehr, sehr gute Spieler halt, wissen, wo der gegnerische Jungler ist, ohne ihn zu sehen, ja. Die wissen einfach, okay, er macht jetzt dieses Camp, dann geht er dieses Camp, dann macht er das und nachdem er weggegangen ist, wird er das machen, das machen, das machen. Das heißt, ja, man muss nicht immer zwingend den gegnerischen Jungler sehen, um zu wissen, wo er ist, aber dafür gehört auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung dazu. Also auch hier meißelt es in euren Kopf, sodass es jedes Mal automatisch abgerufen wird, bevor ihr tradet oder All-In gehen wollt oder irgendwie einen richtig dicken Fight starten wollt. Wo ist der gegnerische Jungler? Ist er gerade irgendwo auf der Map, kann ich fighten, ja oder nein?
Natürlich gilt diese Regel für alle Champions, aber es gibt halt Champions, die es mehr betrifft und weniger. Das heißt, eine Diana wird komplett zerstört, wenn sie All-In geht. Sie hat keine Escape, sie ist einfach ein komplettes Opfer, wenn sie gegankt wird. Ein Talon zum Beispiel ist sehr gankresistent. Wenn er gegankt wird, hat er seine Ultimate. Er hat seine E über 30.000 Wände. Also das heißt, hier sind einige Champions anfälliger und andere weniger. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch immer an diese Regel halten, denn auch ich als Talon-Spieler werde oft genug durch solche Ganks gekillt. Und da haben wir auch direkt den perfekten Übergang. Alle Tipps, die ich euch hier droppe und droppen werde, sind wichtig und ihr solltet euch dran halten. Und trotzdem wird es Games, gerade on-stream, die zumindest meinen Stream verfolgen, geben, in denen ich mich selbst nicht dran halte. Natürlich in Fun-Games und Troll-Games, da kommt es nicht so drauf an, da ist es nicht so schlimm. Aber auch in Triad-Games wird es passieren, dass ich mit zwei Wards rumlaufe, dass ich irgendwie ein Control-Ward übersehe, dass ich ein Ward zu spät platziere, dass ich nicht richtig auf den Jungler achte, etc. Das ist ganz einfach, weil man on-stream sehr, sehr krass abgelenkt ist. Mal hier in den Chat guckt, mal da guckt. Und das entschuldigt das Ganze so ein bisschen, dass ich mich nicht selbst immer an meine Tipps halte, was aber nicht bedeutet, dass es gut ist. Genau das ist nämlich oft der Grund, warum viele Streamer, also nicht nur ich, on-stream einfach schlechter spielen. Wie ihr an den Videos der letzten Tage hoffentlich gesehen habt, versuche ich wieder aktuell besseren und hochwertigeren Content zu bringen, der natürlich auch hier und da interessanter ist. Das heißt, hier würde ich mich absolut drüber freuen, wenn ich wieder auf eure Unterstützung zählen kann und ihr wieder aktiv mit am Start seid. Vor allem natürlich, was diese Reihe anbetrifft, die Leute, die besser in League of Legends werden wollen. Ja, das war's dann auch mit dem ersten Video. Hier gibt es bereits weitere Videos. Es gibt eine ganze Playlist, die verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Ihr könnt mir gerne Feedback zu diesem Video geben, ob ihr mehr davon haben wollt oder eher nicht. Ansonsten, falls ihr mehr davon haben wollt, dann könnt ihr gerne mal droppen in den Kommentaren, was ihr denn für ein Thema gerne hättet. Auch hier könnt ihr diesen Kommentar dann so ein bisschen liken, damit ich sehe, was euch wirklich interessiert und was nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.